Ludwig Rauch war 13, als er sein erstes Foto machte. Von da an ließ ihn die Fotografie nie mehr los. Die Welt eignete er sich durch seine Bilder an. Durch sie begann er die Menschen, durch sie begann er sein Land zu verstehen. Die Macht der Bilder faszinierte ihn, auch wenn sie sich bereits in jungen Berufsjahren gegen ihn wendete. 1985 erhielt er in der DDR Publikationsverbot, das bis zu seiner Ausreise nach West-Berlin im Frühjahr 1989 andauerte. Viel Zeit lässt sich vor der Porträtreihe nach der Arbeit verbringen. Ein Rentner im Anzug mit weißem Gehstock, die Rentnerin in hellen Schuhen und Regenschirm, der Herr im weißen Nadelstreifenanzug mit geblümtem Einkaufsbeutel in der Hand, die ältere Dame im schwarzen Kostüm und ihrem Hund vor der Hauswand, an die jemand das Wort Punk gesprüht hat. Ludwig Rauch studierte Fotografie bei Arno Fischer an der Hochschule für Grafik und Buchdruck in Leipzig, als er 1986 in Ostberlin alte Menschen auf der Straße ansprach und darum bat, sie fotografieren zu dürfen. Gleich dort, auf der Schönhauser Allee, vor geschlossenen Ladengeschäften, vor verfallenen Mauerwänden, vor eisernen Eingangstoren. Er mochte diese freundlichen Menschen, die es nicht eilig hatten. Ordentlich gekleidet für den alltäglichen Gang zum Bäcker, zum Fleischer oder zur Blumenfrau. Er mochte ihre faltigen Gesichter und ihre Ausstrahlung, die auf erstaunliche Weise mit dem ehemaligen Arbeiterkiez Prenzlauer Berg korrespondierten. Unprätentiös, ein bisschen marode, aber voller Winkel und voller Geschichten. Seine Ganzkörperansichten zeigen ihm einen respekt- und liebevollen Blick auf die abgelichteten Personen, der völlig unspektakulär ist. Die Persönlichkeit und die Besonderheiten der Dargestellten aber in all ihrer Würde und ihrem Stolz erkennen lässt. Die Gouvernante, hoch aufgerichtet und zugeknöpft. Die Fischverkäuferin, zugewandt und stabil stehend. Der Elektrowarenladenbesitzer, seriös und mit Fliege. Mehr wollte Rauch nicht wissen. Er notierte weder Namen noch Alter der Porträtierten. Die Porträtserie Nach der Arbeit wurde erst 2014 erstmals ausgestellt und ist bis heute ein eindrucksvolles Dokument einer untergegangenen Zeit aus einem untergegangenen Land. Aber die Fragen von damals sind aktueller denn je. Was ist, wenn das Arbeitsleben vorbei ist? Was bleibt? Wie wird man in Würde alt? Und worauf ist man stolz?